Name ist Rachini, der gut geschätzte Kollege von dem Koch Rosini. Nachdem ich hier 7 Stunden und 10 Minuten nach seinen Rezepten etwas gekocht habe. Und dafür muss ich natürlich wieder nach Warand. Ja, aber... Ja, ist ja jetzt gut. Ja, herzlich willkommen. Ich bin nochmal zurück in die Küche, also in die Kombüse von Albin gegangen und habe mich erstmal eingedeckt an Suppen, die ich kochen konnte. Also hier leckere Fischsuppe, dann Fleischsuppe und dampfende Kräutersuppe, wobei die gibt Stärke, ist mir aufgefallen und ich weiß gar nicht, wo ich das Rezept her habe. Und eine Schwoschsuppe, die ist auch lecker, obwohl die mag ich nicht. Und dann habe ich noch eine, was habe ich denn noch? Ach ja, das könnte man gar nicht erkennen zuerst. Und zwar hier, die hier, die Minecrawler-Suppe. Die im anderen Outfit, die ist irgendwie, sieht irgendwie ekelhafter aus. Aber egal, jetzt gehen wir jetzt endlich mal zu Warand. Ich weiß, in der letzten Folge habt ihr ja gesehen, wie das schon umschwitschte. Und wo will ich denn jetzt wieder hin? Meine Fresse. Wie ich umschwitschte und... also ich wusste nicht, was dann passiert, nachdem ich den Herrn Gernot gesagt habe mit dem Leck und dass ich dann Dolo wieder gefunden habe. Und das werden wir nochmal kurz im Schnellverfahren durchspielen. So, und dann kommt natürlich nach dem Ende der Sprung ins Wasser. Finde ich auch lustig. So, und da haben wir es dann gehabt. Das werde ich verkürzen. Kommt, sehr gut. Ja, jetzt sind wir wieder auf dem Schiff. Gucken wir erstmal ins Logbuch rein. Erfüllte Mission, gestrandeter Mann über Bord. Ich habe gerne mitgeteilt, dass ich dann Dolo gefunden habe. Das ist doch schön. Alles gut. Dann aktuelle Missionen. Besorgung für den Vogt. Das war noch mit den Erkskisten. Jetzt bin ich mal gespannt. Baldwin. Moment. Erstmal einrendern. Das ist immer das. Ah, wir befinden uns vor Warand. Das ist ja cool. Oh, so, Baldwin? Hey, du. So, Paladin, wir befinden uns nun vor der Küste von Warand. Was soll ich jetzt tun? Mit Gewalt werden wir hier nichts erreichen. Du musst daher mit List und großer Kühnheit vorgehen, wenn wir das Böse besiegen wollen, das von hier ausgeht. Nimm diese Robe von mir. Die Schwarzmagier-Adepten von Warand tragen sie. Mit dieser werden dich unsere Feinde nicht angreifen. Wie kam die Robe in euren Besitz? Meister Wulfias hatte sie mal einem Adepten abgenommen. Er meinte, dass diese Robe uns einmal nützlich sein könnte. Nun, wir werden sehen, ob er recht behält. Hüte dich aber, sie hier an Bord zu tragen, da man dich leicht verwechseln kann. Auch solltest du die Robe nicht tragen, wenn du Nomaden oder anderen Personen begegnest, die nicht zu den Assassinen gehören. Und noch was, leider werden wir dir bei einem Kampf nicht beistehen können. Wenn die Orks oder Assassinen erfahren, dass sich hier ein Schiff des Königs befindet, sind wir alle verloren. Ich werde keinem sagen, dass ihr hier seid. Davon bin ich überzeugt. Geh zur Stadt Ashdod. Versuche dort irgendwie in den Belia-Tempel zu gelangen. Wenn das Böse, das uns alle bedroht, von hier tatsächlich ausgeht, dann wird im Tempel sicher etwas hierüber zu erfahren sein. Und nun mach dich auf den Weg. Innos möge dir bei deiner schweren Aufgabe beistehen. Okay, ist natürlich jetzt sehr viel Input und hier sehen wir das ja auch schon. Okay, fangen wir mal hier unten an. Wichtig, der Weg des Assassinen. Wir haben die Küste vom Warand erreicht. Lord Balwin gab mir den Befehl. Es gibt 2 Wege, um in den Tempel zu gelangen. Mit List oder mit Gewalt. Ich werde die Gewalt wohl nicht anwenden. Wenn ich mich entscheide, als Kundschafter bei den Assassinen unterwegs zu sein, sollte ich mich am besten erstmal nicht mit den Nomaden einlassen und keine Aufträge von diesen annehmen, die meiner Mission schaden. Okay. Das werde ich wohl so machen. Dann für die Nomaden. Es gibt 2 Wege, um in den Tempel zu gelangen. Mit List oder mit Gewalt. Wenn ich nicht entscheide, Nomaden, Kampf, Assassinen beizustehen. Doch dann sollte ich von den Assassinen keine Aufgaben... Okay, das ist jetzt andersrum. Okay. So, wichtig, Orks in Warand. Ich werde in Warand wahrscheinlich auch Orks begegnen. Da diese mich mit den Assassinen verbündet sind, sollte ich, solange ich nicht im Tempel von Ashdod war, diese in Ruhe lassen. Der Tempel von Ashdod. Ich werde mich in Warand wohl sehr lange aufhalten. Zwischendurch könnte ich auch die anderen Inseln und Korinnes nochmal besuchen. Hey, aha, das ist ja interessant. Etwas später, okay. Gut, ich wollte eigentlich kurz speichern eben. Deswegen
Oh, da ist ja mein Schiffchen. Also ich kann auch wieder zu Corinnes zurück, aber trotzdem, ich bin zu neugierig. Okay, es dauert immer ein bisschen, bis sich das eingerendert hat. Ja. Wer bist du denn? Du bist der Ernst. Guck Ernst. Ich gehe dann mal los. Aber ich soll ja so ein Schwarzmagier-Ding da tragen. Nee, ein Adeptenteil. Wo ist das? Das ist wahrscheinlich hier. Alte Adeptenrobe. Schutz vor Waffen, Pfeilen, Feuer und Magie. Gut, dann haben wir das mal angezogen. Ja, jetzt sehe ich aus wie ein lustigen Assassin. Ja, Ernst, was sagst du denn? So, ich gehe da mal los. Gut, vergiss aber nicht, die Adeptenrobe nur anzulegen, wenn du auf Assassinen oder deren Verbündeten triffst. Also den Orks. Den Orks und den Korsaren, die mit den Assassinen Geschäfte machen. Auf der anderen Seite der Küste gibt es ein Fischerdorf. Da dieses unter der Herrschaft von Varant steht, kannst du dich auch den Fischern ruhig in der Robe zeigen. Dasselbe gilt für die Sklaven der Assassinen, die du in den Städten oder sonst wo treffen wirst. Sie werden dich nicht angreifen. Nur den Nomaden und anderen Fremden solltest du dich nicht in der Robe zeigen. Und natürlich solltest du sie nicht auf der Albatros tragen, sonst wirst du noch von uns getötet, bevor man dich erkannt hat. Gut, ich denke, ich habe es verstanden. Wann kann ich an Bord zurück? Sobald du willst. Sag mir einfach Bescheid und ich bringe dich aufs Schiff zurück. Okay, Ernst wird mich aufs Schiff zurückbringen, okay. Ja, gut. Ey, das finde ich jetzt aber lustig. Ich gehe erstmal rauf hier. Ich kann hier ruhig drauf. Dann haben wir erstmal ein bisschen Heiltrank. Und ja, gibt es noch was Lustiges? Ja, untersuchen. Ich kann darüber. Was ist denn da? Was ist denn das? Das sind so zwei kleine Inselchen. Die würde mich als erstes interessieren. Übrigens, wie spät haben wir es eigentlich? 18:33 Uhr. Weil ich muss da mal kontrollieren, weil eine Wüste soll unheimlich heiß sein. Ach ja. Bin gespannt. Gibt es hier irgendwelche Muscheln? Nee. Also, ist ja der Hammer hier. Wir sind in Warand. Was? Hab was gehört. Ich sollte noch mal. Ach ja, übrigens noch mal herzlichen Dank. Noch mal rückwirkend auf Herrn Alain Dufont, also Alain Dufont, der ja gesagt hat, ich soll mir einen Geschicklichkeitsgürtel mal schmieden. Geht aber nicht. Ich habe kein Leder. Sonst hätte ich das schon längst gemacht. Dann könnte ich mich auch den schwarzen Degen anziehen. Aber ich habe eben irgendwas gehört. Naja, und auch sein. Was? 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 Wo ist denn hier was? Ich sehe nichts, ich höre nur was. Deswegen auch der Tipp mit den vielen Suppen, die ich dann gemacht habe. Alter, was ist das? Bin jetzt erstmal völlig baff. Das mit dem Sand ist gut gemacht. Das sieht nicht so. Gibt es hier neue Sachen? Nicht so. Oh, ich dachte, das ist mein eigener Schatten. Manchmal habe ich Angst vor meinem eigenen Schatten. Ja. Oh, es ist eine sehr, sehr große Mod. Leute, ist die groß. Also ich bitte das zu verzeihen, wenn es doch ein bisschen ruckeln sollte. Aber er muss hier erstmal richtig einrendern. Ja. Okay. Also hier ist noch nichts. Ich werde mal einfach hier entlang laufen. Immer wieder. Nochmal kurz abgespeichert. Und auch die Musik, die man lauschen sollte. Die ist bestimmt auch neu. Und schwupps, ich habe mich umgezogen, weil die Adeptenrobe ja wohl überhaupt gar keinen guten Schutz bringt. Was sind das jetzt? Moment mal, Scouten, Scouten, Scouten. Das Sandlurker. Sandlurker sind das. Wow, Sandlurkers. Mal gucken. Erstmal gucken, wie widerspenstig so ein Ding ist im Einzelnen. Ich weiß es natürlich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gleiche Kampfeskraft haben wie
Okay, 200er Erfahrung. Gut. So, wer ist denn hier noch? Ein bisschen. Bisschen hat er mir abgezogen. Mit seiner Pranke. So. Ah, jetzt habe ich zwei da. Gehe ich erstmal hier hin. Nein, ich will nicht zwei auf einem Arm. Okay. Du. Sandlurker. Oh, das war knapp. Oho, speichern Essen. Ja, okay. Da kam noch einer auf mich zu, während ich eine Suppe gekocht habe. Nicht zu holen. Gekocht, nicht getrunken habe. So, dann wollen wir mal gucken, wer ist denn hier wieder am aufmerksamsten? Weil die können doch ein bisschen was austeilen hier, diese Sandlurker. Okay. Der nächste bitte. Obwohl, ich könnte jetzt Unwetter nehmen, aber schaut euch mal hier die Unmenge an Sandlurkern an. Die, ja, die könnte ich jetzt überspringen. Ich mach den nochmal. Okay, und dann werde ich ihm oft die mal killen und dann mal, ne? Ihr versteht das doch. Eine kleine Info, gegen die meisten Golems helfen nur stumpfe Waffen und besondere Zauber. Auch schön. Junge, Junge, hier in der heißen Wüste liegt ja auch noch Fisch im Sand. Ich habe ja mit allem gerechnet, aber nicht mit Fisch am Sand. Im Sand. Wer bist du? Ne, okay. Ja, dann geht's weiter. Dann machen wir die mal wieder weiter hier im Off kaputt. Ja, die Horde von Lurkern ist jetzt erstmal erledigt. Außer Fisch habe ich sonst nichts im Sand gefunden. Gucken wir mal weiter, was noch so auf uns zukommt. Wir müssen ja nach Ashdod. Ich weiß nur nicht, wo Ashdod ist. Ich habe keine Karte und nix. Jedenfalls habe ich das nicht entnehmen können. Oh Mann. Die Mucke ist cool. Die ist so richtig. Die baut so einen Spannungsbogen auf. Gucken. Hier hoch können und ein bisschen Überblick verschaffen. Ja. Nicht viel. Hier ist auch nichts. Oh, 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 oh. Kakteen. Und ein paar europäische Bäume. Schön. Das in der Wüste. Gut, okay. Das sind halt eben Kleinigkeiten, auf die man sich nicht. Eine Weidenbeere. Lecker. Auch hier wachsen Weidenbeeren. Kleinigkeiten, auf die man ruhig hinwegsehen kann. Oh, Leute, ist das cool. Oh, weia. Da haben wir doch wieder irgendwas anderes. Das wird ein Sand. Ne, ein Wüstenwaran sein. Oh. Ein Wüstenwaran. Der eigentlich sich so. Nein? Der sich ein bisschen benimmt wie so ein Erdmännchen. Die stehen ja auch immer auf ihren Hinterbeinen, um zu gucken, ob irgendwelche Feinde in der Nähe sind. Puff, okay, den haben wir, den wüstlichen Waran. Der ist aber wüst. Und hier ist noch einer. Und noch mehrere kommen. Oh, das sind ja ganz viele noch. Und ein Feuerwaran oder nur ein... Ja, ein Wüstenfeuerwaran. Auch schön. Ein Wüstenfeuerwaran. Ja, ein bisschen feuerresistent ist ja meine Paladin-Kleidung. Das sind zwei, ne, von der Sorte. Wüstenfeuerwaran. Mensch, mach und komm an. Ja, richtig. Komm angerannt. Richtig. Oh, bin ich mal gespannt, wie viel Schaden wir ihm. Oh, er hat mir aber auch ein bisschen was eingebrockt. Der nächste. Du bist normal, ne? Ja. Okay. Dann bist du der Nächste und dann dahinter noch einer. Der da hinten hat mich schon genatzt, beziehungsweise gewittert. Okay, dann kann ich in der Zeit noch ein bisschen was essen. So, jetzt nur noch dich aus dem Weg ballern. Okay.
Gut. Halb voll. Halb voll ist gut. Ja, meine Lebensleiste ist halb voll. So wie ich das hier sehe, kann man was sehen. Das sieht aus nach... wie so ein Pier. Ein Pier? Ein Pier, was will ich hier? Das ist wieder unübersichtlich. Erstmal gucken. Ja, was haben wir hier? Ach, du liebes Bisschen, hier gibt's ja alles Mögliche an irgendwelchem Gezücht. Krokodile. Leute. Wie gefräßig sogar. Auch schön. Dann wollen wir mal gucken, ob sie auch irgendwie so ein bisschen halbwegs... Ach, da unten gleich. Sich einzeln herauslocken lassen, nicht beide zusammen. Ich habe ja keine Ahnung, wie gut die sind. Du sollst nicht mit dem Pfeil und Bogen, bitte. Hab ich noch völlig vergessen. Okay. Die sind auch... Okay, das erste Exemplar war doch nicht so schwierig. Aber ich will es mal sicherheitshalber nochmal mit dem zweiten Exemplar probieren. Kann ja sein, ne? Wegen der Crits. Das ist ja immer so eine ausbaldoberte Routine. Sind das jetzt Zweier oder? Nee, ist nur einer. Okay, dann ist gut. Dann werde ich die nämlich auch im Off machen. Ich möchte meine ganzen Suppen hier nicht verballern. Und auch keine Magie. So wie es aussieht, ist das hier wohl das letzte Krokodil. Die sind ganz schön kräftig in ihrem Zubeißen und Zupacken. Ja. So, und jetzt gucken wir mal hier nochmal die Fläche durch. Aber soweit habe ich hier gar nichts gefunden. Hier gibt es natürlich in dieser Wüstenwüste nicht viel zu finden. Und ich glaube, es ist auch ein Vorteil, dass wir hier in der schönen Dunkelheit... Kann das sein, dass es da eine Höhle ist? Kann das sein? Es ist ein... Aber abspeichern. Das gefällt mir ja. Gleich eine Höhle zu Anfang. Höhlen bieten bestimmt auch Schutz vor Hitze. Ich hoffe es doch. Ach, Feuerwehr. Was hier alles vorbeifährt. Aber in der Höhle gibt es nichts Besonderes. Also anfangs. Das ist wieder hier Korktextur. Kork. Oh, den habe ich ja gar nicht gespannt, ey. Hast du dich verlaufen hier in der Höhle? Oh, der hat mich... Die konnte ich nicht sehen. In der Wüste von Varant ist es sehr heiß. Du solltest eine passende Rüstung finden, bevor du sie besuchst oder nachts reisen. Ah, ja. Ja, das haben wir doch jetzt mal gewusst. Oder schon mal prognostiziert, dass das wohl hier richtig ist. Dass das eine heiße Wüste ist. Also nachts reisen immer, das wäre nicht so praktisch. Deswegen müsste ich so schnell wie möglich eine bessere Klamotte finden. So, ich bin noch nicht so gut. Ah, da hinten krabbelt noch was. Ah, da ist ja die Wüstenratte. Aber die hat mich noch nicht gespannt. Also nochmal eben kurz was futtern. Tja, das mit meinen vorgekochten Suppen. Ich weiß es auch nicht. Jedenfalls sind die ganz schnell weg. Vor allem die Fischsuppen. Ich hatte da über 100 und... über 100 Suppen gekocht. Sag mal. Und die sind jetzt erheblichst reduziert. Nur noch 18 oder sowas habe ich. So, was haben wir denn noch so da hinten? Noch ein Krokodil. Ja, schöne Höhle hier. Und vor allem dieses Gebrumme. Ich weiß nicht, ob man mich hört von der Stimme her, weil er so brummt. Ich habe ja einen Kompressor eingebaut hier, während ich rede. Aber gehen wir mal auf das Krokodil. Was? Hä? Da ist eine Frau. Oh. Was muss ich hier? Eine Frau. Wo bist du denn? Wo läufst du hin? Laika. Nein, bitte. Tu mir nichts. Hey, ganz ruhig. Du hast nichts vor mir zu befürchten.
Wirklich? Ja, keine Sorge. Ich tue dir wirklich nichts. Ich hoffe, du sagst die Wahrheit. Ja. Wer bist du? Mein Name ist Laika. Ich bin die Frau des Fischers Luca. Was machst du hier? Zwei Männer haben mich belästigt und daher habe ich mich hier versteckt. Was für Männer waren das? Ich möchte nicht darüber reden. Oh oh. Aber ich... Bitte lass mich in Ruhe. Es ist besser so. Belästigt? Wo willst du denn hin? Ach, hier willst du hin. Mensch, Laika. Belästigt. Von Assassinen wahrscheinlich auch noch. Na, na, na. Gucken, was haben wir denn noch so hier? Laika. Kenne ich eine, die Laika heißt in meinem Leben? Nee. Aber auch mal eine gute Namensfindung. Umgebung. Wo bin ich jetzt her? Glaube hier? Ja. Dann müssen wir hier rum. Bei dem Kristall. Leuchtende Kristalle. Und was gibt's hier sonst noch so? Außer Pilze. Oder ist das hier nur so ein leerer Raum? Also ich finde, die Musik fesselt. Die ist gut, die ist gut, die ist echt gut. Also Kompliment an den Komposer. Ah, sie kann's... Alter! Ich sehe ja jetzt erst, dass ich überhaupt gar keine Leben habe. Mal futtern. Ho, 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 ho. Ist noch wieder so ein Krokodil. Krokodil in der Wüste. Ja, okay. Akzeptiere ich. So. Wahrscheinlich geht's denn da hinten noch weiter. Meine Mann. Ach, das ist nur ein normales Krokodil. Kein Wüstenkrokodil. Okay. Okay, hier ist Dead End. Doch nicht. Bin gespannt, wo es hier hingeht. Eigentlich wollte ich Richtung Pier. Lass mal speichern. Oder vielleicht bin ich doch auf einem guten Wege. Oh, Alter. Es ist Licht am Ende des Tunnels. Vorsichtig. Vorsichtig vortasten, Roland. Was ist das? Achso, nur so ein Skelettchen. Ein Bergkristall. Soll hier kein... Was? Was? Wo? War das ein Ogre? Na, mein Ring. Scheiße. Wo ist er denn hin? Der steht da noch, ne? Nee, der ist futsch. Wieder futsch? Okay. Weichern. Ist da so ein ulkig Ding da? Es sah aus wie ein Ogre auf den ersten Blick. Ogre auf den ersten Blick? Oh nein. Ja, ist ein Ogre. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich den einfach mal so schlagen kann, hauen kann, weil ich ja lange Zeit nicht mehr mit einem Ogre gekämpft habe. Oha. Oha. Oha, oha, nee. Oder, Oger. Ja. Das war wirklich knapp. Okay, nicht da wo zu holen. Ein Oger ist, dürfte bestimmt noch ein Oger sein. Ja. Bin ich hier richtig? Oder laufe ich hier wieder einen Kreis? Nee. Es ist teilweise ein bisschen verwirrend, auch weil es ein bisschen dunkel ist. Aber das kenne ich hier nicht, hier mit den Zähnchen da. Stalaktiten. Oh Mann. In der heißen Wüste, feuchte Höhlen. Man hört es ja plätschern. Gucken wir mal.
Ja, ich hab's doch gesagt. Aber wo einer ist, sind mehrere. Das ist doof. Wieso ist denn dann dein Dolo nicht dabei? Oder habe ich über völlig was vergessen? Ist das nur ein Oger? Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, es sind mehrere. Oh, hätte ich das mal nicht gemacht. Okay. Überlegen. Okay, fertig überlegt. Rückzug, ich werde doch noch zum Pier hin. Also zum, geht's denn hier lang? Hier gibt's. Moment. Perle, okay. Ich werde doch noch zum Pier, zum, da wo ich das Schiff gesehen habe draußen. Ja, quetschi. Also, bis dahin. Ja, während das hier rausgeht, habe ich ja völlig vergessen. Und hier Richtung Leica, habe ich ja übersehen, dass es hier noch einen Seiteneingang gibt. Und noch einen und noch einen. Und, die Wüstenratte. Okay. Und ein paar Fackeln. Doch was hat das zu bedeuten mit den Fackeln? Da ist eine Tür. Kann ich hier einfach so rein? Ich kenne es nicht, aber ich denke mal, ich komme hier nicht. Doch, da ist kein Schloss vor, oder? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, ja. Okay, dann haben wir das auch. Okay, Moment, von wo aus bin ich gekommen? Von da aus, dann ging es noch links irgendwo rum. Ich hab gewusst, ja, ohne den richtigen. Okay. Ein paar Flavor-Ratten. Und bin eine Stufe gestiegen. Na, herrlich. Ja, Geschick brauche ich mindestens 20. Ha, ha, ha. Ich habe nur 100, dafür habe ich ja jetzt. Lernpunkte 58. Spaß, Spaß, Spaß. Für 10 Lernpunkte 5. Für 10 Geschick brauche ich 50 Lernpunkte. Ja, ja. Ach ja. Bis zum Hafen, bitte. Okay, das war ein kleiner Sprung. Und jetzt schauen wir mal erstmal, wie spät wir es haben. 3.36 Uhr. Noch ist es Nacht. Die Luft ist schwül. Im Herzen bang. Die Sumpffliege. Oh, das sind da noch jede Menge Wüstenfliegen. Bekämpfe erst die Orks und Assassinen, wenn du deinen Auftrag erfüllt hast. Werden wir machen, oder? So, diesmal richtig scouten hier. Wie viele Wüstenfliegen haben wir denn hier? Da werden wir mal gleich ein paar scharfe Pfeile einspannen, würde ich mal sagen. Ja, die kann ich immer noch nicht. Ne, wir machen Feuerpfeil. Machen wir das richtig cool hier. Sehen wir auch, wohin das alles führt. So. Das ist mal ganz gut. Kann man sich ungefähr orientieren, wo die ganzen Viecher sind. Na also, läuft doch. Okay. Oh, die ist weiter weg. Da muss ich näher ran. Hier ist auch noch eine, ganz in der Nähe. Okay, ich werde sie im Offroad weiter killen hier. Ja, so langsam bricht der Tag an. Die Wüstenfliegen sind erledigt. Auch hier finden wir Sumpfkraut. Wie kann es anders sein? Oh, da ist noch eine vereinzelte. Okay. Und da hinten sehen wir schon eine Besiedelung. Oder? Sumpfkraut. Eine Besiedelung. Zu diesen komischen Inseln möchte ich auch noch irgendwann mal hin. Da ist noch was. Da will ich noch hin. Wichtig. Sumpfkraut ist wichtig. Falls man Schmerzen hat oder es geht einem nicht so gut. Oder man Depressionen hat. Nee, Quatsch. Will ich lieber nicht ansprechen. Ja. Ich mach dich fertig. Oh, scheiße, meine. Ich brauche ja so eine Adeptenkacke da. Oh, hab ich wieder nicht dran gedacht. So ein Mist. Ich habe mich abgespeichert. Nachher bleiben die so in diesem. Okay. Jetzt versuche ich es mal.
Jo, war ja. Ich glaube, ich speichere mal erstmal ab an einer anderen Stelle. So. Da soll ich mal einen Tag schlafen. Weiß es nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Siehst du, das ist mir auch. Das ist mir völlig entfallen. Faszinierend. Ja, da hinten ist doch was. Wer ist das? Das ist ein Assassine, okay. Ah, böse Assassine. Ihr, die Assassinen sind böse. So. Okay. Sag mal. Gut, okay, er hat einen Wüstenstaubschutz an, ja? Ist auch, falls es irgendwelche Stäube gibt. Also hier von der Wüste kennt man ja. Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Zurzeit ist alles ruhig. Die Nomaden müssen mächtige Angst vor uns haben. Ach shit, sorry. Wie komme ich auf den schnellsten Weg nach Ashdod? Gott. Wie komme ich auf den schnellsten Weg nach Ashdod? Du musst durch die Wüste bis an das andere Ende vom Tal. Dort findest du einen Wachturm und einen Höhleneingang, der von unseren Kriegern bewacht wird. Durch die Höhle gelangst du zu einem kleinen Tal, in dem Ashdod liegt. Wer hat hier das Kommando? Unser Kommandant hier ist Abdul. Du findest ihn im Dorf. Das größte Haus ist sein Quartier. Was macht ihr hier? Wir haben den Befehl erhalten, hier am Strand darauf zu achten, dass keine Feinde nach Ashdod gelangen. Aber mehr dazu kann und will ich dir auch nicht sagen. Okay. Oh, herrlich, klasse, super. Lagerfeuer zum Braten? Nein. Hier, Assassine, Assassine. Gut, okay. Wasser? Immer gut. Gerade in der Wüste, Wasser. Okay, Assassine, Brot, Milch. Die sind aber verschlafen, diese Assassinen. Fisch. Und wer bist du? Du bist auch nur ein Assassine. Oh, da hinten gibt noch jede Menge Zeug. Oh. Ja, es ist wieder soweit, liebe Leute. Danke fürs Zusehen. Wir sind jetzt in Warrant. Im heißen Warrant, im Wüstensand. Schreibt einen Kommentar, gebt mir einen Daumen. Wir sehen uns. Tschüss.